Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ja, ich weiß nicht, vielleicht wenn wir da Hardware gleich alles mit ihnen machen. Müssen wir mal gucken. Und zwar habe ich hier Kopfhörer. Die werden wir erstmal auspacken. Eigentlich sollte ich andere bekommen. Ich hatte auch das Unboxing eigentlich schon gemacht. Aber ja, Batterien sind halt leer gewesen. Und deswegen musste ich jetzt die Kopfhörer erstmal laden. So, alles schön rosa verpackt. Mal gucken, wie geht das auf hier. Jetzt so war das genau. Best Give steht hier noch drauf auf der Verpackung. Also hier innen drinne kann man halt schwer lesen. Silber auf Rosa. Und hier haben wir dann halt noch eine Anleitung drin und ein Stromkabel. Das ist USB-C. Aber die Anleitung brauchen wir nicht wirklich. Die sind auch schon verbunden, die Kopfhörer miteinander. So. Also mehr ist da eigentlich nicht, deswegen machen wir Unboxing und Dings gleich in einem. Ich zoome euch mal kurz ran. So, könnt ihr das sehen. Wir haben hier vier LEDs. Die zeigen euch praktisch den Ladestatus an. So, jetzt alle vier sind an, also 100%. Ja. Oben und unten an war, was war das? Steht in der Anleitung drin. Das ist, glaube ich, dass der Akku von dem kleinen Ding hier innen drin auch noch voll ist. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und dann halt je nachdem, wie weit er drunter geht, kommt dann der Energie, also eine Lampe 25%, 50 bis 75%. 75 bis 90 und 90 bis 100 oder 85 oder so. Das, steht in der Anleitung eigentlich ganz genau erklärt drin. Hol die nochmal raus. Ich habe jetzt aber nicht den Ladekabel genommen zum Laden, der hier mit bei ist. Ich habe meinen eigenen USB-C-Kabel genommen, weil ich habe ja überall USB-C dran und deswegen. So, also eine Lampe 25%, zwei Lampen 25 bis 50%, drei Lampen 50 bis 75% und vier Lampen 75 bis 100%. Wenn oben und unten leuchten, Carrying, und wenn nichts leuchtet, voll. Aber eigentlich ist voll, ich verstehe es auch nicht. Also eigentlich ist Leuchten ja voll. Also wenn man es zumacht, dann soll, wenn es nichts leuchtet, dann soll wohl voll sein. So. Hier steht auch irgendwo Werbung, weil ich wurde angefragt. Eigentlich sollte ich andere kriegen, so eine halbrunden. Und nicht so eine in so einer kleinen Verpackung. Eigentlich sollte das so ein bisschen halbrunder sein, was ich kriege. Das ist versehen gewesen. Na, haben sie gefragt, ob ich darüber auch ein Video machen wollen würde. Und dann mal gucken, vielleicht schicken sie mir die anderen noch zu. Ich packe die mal kurz raus. So. Dann könnt ihr sie mal sehen. Ich muss hier noch schnell Bluetooth bei mir am Handy anmachen. Hatte ich nämlich vergessen. Und der Clou bei denen ist halt, warum ich die unbedingt testen wollte. Es sind keine In-Ears. Es sind keine fucking In-Ears. Es sind ganz normale Kopfhörer, so wie wir sie vom Walkman, vom Gameboy, Walkman kennt keiner mehr, aber ja, vom MP3-Player und so, die alten, die alte Generation. Bevor die in ihr die Macht übernommen haben. Ja, es sind ganz stinknormale Kopfhörer.
wo sich ganz viele nachsehen, weil die von den In-Ear-Dingern Kopfschmerzen kriegen oder die Ohren wehtun. Und das sind ganz stinknormale Kopfhörer, so wie früher, aber in Bluetooth. Und man kann auch steuern. Ich zoome mal kurz raus. So. Und jetzt gucken wir erstmal, wo links und rechts ist. Das ist links. Das ist rechts. So. Ich habe die ja schon verbunden. Ihr müsst eigentlich nur Bluetooth anmachen und dann sind die schon da. Da steht dann. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Naenka Light. Und dann noch so ein viereckiges Feld, wo APTX drinne steht. Also das muss an sein. Wenn nur Naenka da steht, habt ihr nur Mono. Da ist nur einer verbunden. Anrufe, Musik, so. Jetzt habe ich mal alles aktiviert. Und ich gehe jetzt einfach mal auf meine Musik. Und ich brauche doch noch mal sicherheitshalber die Anleitung, weil ich weiß nicht, wo bei dem laut und leise ist. Also ob der linke oder der rechte ist. Und ob der überhaupt, ich habe noch nicht nachgeguckt, ob der überhaupt zwei verschiedene hat. Start. Okay. Playpause. Boah, hätten sie ja wenigstens mal ein bisschen in Deutsch machen müssen. Ja, wir testen es einfach. Wir testen es einfach. In Deutsch steht es nicht da. So, und zwar. Ach, wo ist denn die scheiß Musik-App jetzt wieder hier? Videomusik. Alle Titel, Künstler. Nemesis darf ich hören. Oh, die haben mal einen guten Bass. Aha, okay. Okay, also einmal drücken ist Google. Also ich reibe hier auf der linken Seite. Also einmal drücken Play, einmal drücken. So. Okay, jetzt habe ich es auch ausgemacht. Power on. Also drückt halten. Jetzt sind sie connected. Also jetzt habe ich den angemacht. Jetzt sind sie wieder beide. Also ihr könnt halt Mono machen oder Stereo.
Die Bedienung finde ich ein bisschen schwierig. Ja, einmal macht Google hier. Also man geht, aber es geht eigentlich. Okay, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ich hab's. Also, die Bedienung ist wirklich schwerfällig, muss ich sagen. Jetzt geht er hier oben bei Google an, okay. Also die Bedienung finde ich schwierig. Und jetzt geht wieder Google an. Der Sound ist okay. Der ist gut. Also, der Sound ist gut. Ich aktiviere mal jetzt ein anderes Soundprofil. Ich habe ja noch Megabass. Habe jetzt mal Rock aktiviert. Hört sich gut an. Also Sound kann ich nicht meckern. Also der Sound ist sehr gut. Also da kann ich echt nicht meckern. Aber das Bedienen finde ich. Nicht so gut. Auf ihr Deutsche sagt. Irgendwie ist. Ich dachte erst hochreiben ist lauter machen, aber dann ist auch drücken lauter machen. Links, rechts, also so machen irgendwie. Aber manchmal geht dann auch Google Assistance an. Also das ist schwierig. Sehr, sehr schwierig. Wir haben auch nur eine englische Anleitung mit bei. Hier steht auch Siri, also funktioniert auch wohl mit Siri. Start Voice Assistant. Funktion. Also hier stehen die ganzen Funktionen drin, ne? Also ihr Start Voice Assistent im Bluetooth Connect LORT Acting Voice Klick MFB. MFB war, wo waren MFB? Bluetooth Touch 3. Ist da oben das Ding. Also oben ist das Bluetooth Touch Ding. Das sollen wir. Klick. Ja. Tab.
Quickly Triclick. Also dreimal klicken soll Assistance sein. One-Tip. Ja, aber also das macht es nicht so wirklich. Also da kenne ich andere, die direkt da das einstellen. Mit P. Ihr wisst, welche ich meine. Also der Sound ist gut. Also wirklich, kann ich echt nicht meckern. Mit der Bedienung muss ich mich noch anfreunden. Da muss ich noch ein bisschen testen. Aber also für den Preis ist ein guter Preis. Die Kosten, ich hatte bei Amazon geguckt, irgendwas um die 29 € oder sowas in dem Dreh. Ich bin mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher. Preis ist okay. Qualität ist gut. Sehe ich es jetzt. Mal gucken, wie es in ein paar Tagen ist. Haben wir ja alle schon leider oft genug schon anders erleben müssen. Aber so im ersten Augenblick von der Verpackung, von der Verarbeitung machen sie einen sehr guten Eindruck. Vom Sound her sind sie richtig gut. Also da kann ich echt nicht meckern. Es kann aber auch an meinem Handy liegen, an den verschiedenen Profilen, die ich habe und dass mein Handy halt viel unterstützt. Das sind auf Handys, die nicht so eine hohe Auswahl haben, etwas schlechter klingen. Könnte, kann ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht. Kann ich nicht von ausgehen jetzt in dem Umblick erstmal, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Ja, das Optische, das ist mir ein bisschen zu sehr angelehnt an, ihr wisst schon was. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Kreativität gewünscht. Da werden viele dann wieder sagen, nur ein 1 zu 1 Klon, obwohl die wirklich so von der Qualität und vom Sound her wirklich viel besser sind als die Klone, die wir schon mal hatten. Aber wir müssen mal gucken, wie sie sich jetzt in der nächsten Zeit schlagen. Meine Frau wird die, denke ich mal, jetzt auf Arbeit benutzen. Also auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Und dann kann ich euch da mehr sagen. Kann die dann mehr benutzen als ich. Und dann müssen wir uns mal angucken, ob der Akku hält, ob die Akkus halten, ob Frauchen mit der Steuerung klarkommt. Also ich finde die Steuerung echt ein bisschen schwammig. Oder wie gesagt, mal macht's nicht. Also eigentlich soll es dann lauter machen, aber dann auf einmal macht es nicht lauter. Dann macht es halt Google Assistance an. Dann denkst du, hier ist Pause und dann machst du hier Play und auf einmal ist dann hier auch wieder Play. Irgendwie ganz komisch. Ja, also das ist so, also die Bedienung finde ich ein bisschen schwammig. Aber sonst bin ich davon positiv überrascht. Das soll es jetzt auch gewesen sein. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.